reduce you and this entire planet to nothing but ashes. Oh Freunde, es wird spannend. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe ein bisschen Pause gemacht, um euch mit meinem besten Event der Freezer-Saga wieder willkommen zu heißen. Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dragon Ball Z Kakarot. Wie ihr sehen könnt, haben wir die Spirit Bomb, die Genki-Dama auf Freezer geworfen. Und ihr wisst, was als nächstes kommt. Ihr wisst es. Und ich freue mich schon richtig drauf. Weil das wird epic! Oh, das wird richtig epic. Schauen wir uns noch ein bisschen hier die Cinematic an. Das Spiel ist so gut gemacht, Freunde. Ich hoffe, ihr habt euch das entweder selber geholt und spielt es oder ihr habt schon ein bisschen was davon gesehen. Das ist so ein absolut geiles Spiel. Wir sind mit dem Stream leider nicht hinterhergekommen, deswegen habe ich dann alleine gespielt, um euch dann an dieser Stelle wieder mit ins Boot zu holen. Und ich bin sehr, sehr froh drüber, dass wir hier gemeinsam wieder in eine Folge reinstarten können. Das ist die Frage, wo sind die zwei? Nach dem Angriff hier könnte es natürlich sein, dass sie ein bisschen was abbekommen haben. Klare Sache, schon, ja, aber Piccolo und Goku gehen nicht so einfach down, also so ist es nicht, ne? Weil die Boys sind stark, vor allem nach ihrem letzten Training. Beide haben mit Meister Kaio trainiert, sind zurückgekommen, um sich für alle Saiyajin zu rächen und für alle Namekianen, die gestorben sind, die durch Freezer besiegt wurden. Der Boy ist so fertig. Oh, das wird so geil. Oh, Freunde, das wird so, so geil. But guess who's back? Oh. Aber auch so eine heftige Szene, als sie das erste Mal gesehen hat, bin ich so gestorben innerlich. Nummer 1. Boom. Vegeta ist schon down. Piccolo als nächstes. Jetzt kommt der heftigste Kill ever on Namek. Wie halt. Er hält ihn hoch. Oh, das ist so krank. Das ist einfach nur noch krank gewesen. Oh, die ganzen Krillin-Fans draußen, ey, Freunde, sorry, hart, aber hart, sorry. Oh, shit. But now it's time. You have awakened. The true strength of a warrior. The rage of a Saiyan. Oh, look, schau dich das mal an, Alter. Oh. What? Gänsehaut. Oh, ich krieg Gänsehaut. Oh, es ist gut, Mann. Oh, es ist gut. Look at him. There we fucking go. Da wollten wir hin. Darauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet, Freunde. It's time. Take Piccolo with you and head back to Earth now. Hurry, Gohan. Before I lose what little sense of reason I have left. Okay. Komm, pack. What's going on? What's happened to him? Ja, rate mal. It can't be. Du hast ihn zu hart produziert. I think I know what's going on. My dad finally did it. He's become a Super Saiyan. Oh, sowas Episches, einfach nur. Oh, ich bin so geil. Oh, ich bin so gehypt jetzt mit dem zu spielen. Dein Scheiß, Alter. Dein Scheiß. Hast du eine Ahnung? Okay, Freunde. Now the real funny fuck begins. Wie schaut's aus? Wie hart werden wir diesen Mann hier verprügeln? Kann mir das einer sagen? Ist das noch zu... Ist das noch in Ordnung, wie hart wir ihm hier aufs Maul hauen? Wait. I've lost my power. But this can't be. Ja, ist gut. Bro. Also, wir müssen erstmal schauen, wie das Super Saiyan hier funktioniert. Wow, aber der ist super, super schnell auf jeden Fall schon mal. Also, ich gebe dir den Roundhouse-Kick deines Lebens. Meteorschlag. Jason.
Chain, 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 Damage. Alter, drückt der. Und weg. Oh, aber ich bin relativ schnell betäubt immer. Das merke ich gerade. Not so good. Aber okay. Let's find out how this works. Ich gebe dir Rock, Paper, Scissors. Schmeiß dich mal durch die Gegend. Bro. Folgeangriff hinterher. Und nochmal. Weg, 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 weg. Ich habe hier noch so einen schönen Trick gelernt. So ein Super Kamehameha. Läuft gut, läuft gut. Oh, wow. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich für die Genki-Dama verwandelt er sich nochmal zurück. Und auch in den Zwischencuts. Wie schaut's aus? Können wir die Kaioken? Wir können die Kaioken einsetzen. Und dann verlassen wir dafür den Super Saiyajin. Okay, cool gemacht. So, wie schaut's aus? Komme ich nochmal durch? Uiuiui, ui, ui, ja. Oh, Bruder, du bist so hart aufs Maul kriegen. Was? Oh, das war ein easy win. Easy win. S-Rang. 400.000 EP, straight mal auf Level 36 gestiegen. Ja. Oh, so macht das Spaß. Planets, but you can't take down one single person? Bitter. What are you? Oh, I'm the hope of the universe. I'm the Saiyan who's come all the way from Earth to defeat you. I am the warrior you've heard of in legends. I am pure of heart and awakened by fury. That's what I am. Stark, I am the Super Saiyan. Son Goku! Oh, look at... Oh, das ist so heftig. I stand corrected. I suppose the legends were true after all. Bitter für dich. I hate you. Gollum. Gollum. Der hat sich an wie Gollum. Was ist los mit dir, Junge? Komm, gib ihm bös. I won't let it end this way. I would rather take my own life than be killed by scum like you. Klingt so, ja. Aber. Fine by me. Töte dich. Mach halt einfach. Komm. Isn't me. It'll be you. Oh, dieser Dreckige. Ah, oh, Planetenzerstörer. Nope, leider nicht. Das Gesicht. Oh. Also ich sag mal, es ist ja schon krass genug, dass sich zwei Leute wirklich krank aufs Maul geben und mit allen ihren Attacken sich hier zerlegen, aber dass man den Kampf so weit treibt, ja, wahrscheinlich auch sieht, man hat keine Chance, dass man den ganzen Planeten in die Luft jagt. But the core has been completely destroyed. In 5 minutes time, this planet will explode and become nothing more than debris floating through space. Oh, gut, Mann. Starker Move auf jeden Fall. Well, that's all the time I need. I'll avenge Krillin by defeating you. Danach suche ich meine Freunde und verschwinde hier. Recht hat er, Mann. 5 Minuten, das sind ungefähr die längsten 5 Minuten meines Lebens gewesen. Wie viele Folgen das gedauert hat, bis sie sich endlich zu Ende gekloppt hatten. 5 Minuten können extrem lang sein in solchen Serien. Schauen wir mal. Ah, diese Saiyajins sind manchmal so dumm. Ja, das ist bei eigentlich jedem Super Saiyajin passiert, der irgendwann einfach zu overpowered war im Vergleich zu seinem Gegner. Wir sehen es jetzt bei Son Goku das erste Mal, Super Saiyan 1. Er gibt Freezer die Chance, auf 100% zu gehen. Ja, Full Power Freezer, incoming. Ja, und dann bei Son Gohan später wird es dasselbe nochmal geben. Wie dumm die Leute manchmal sein können. Ja, aber das ist halt... Oh, wow. Jetzt wirkt er aber ein bisschen länger gezogen und trotzdem so beefy. Aber er musste es riskieren. Er war ja klar, das geht hier wieder um Ehre, um Stolz. Er will ihn mit seiner 100%igen Kraft so richtig hart vermöbeln. Ich kann es ihm ja nachfühlen, ne? So ist nicht. Wird auch, wenn ich könnte... Alles reinstecken, was geht, und erstmal, ja, komm, buff dich, ja, mach was du kannst, und dann. Gefistet. Respekt schon links und rechts. Mal schauen. Kami ist auf jeden Fall wieder back on Earth. Solange Piccolo noch lebt, ja, passt das ja auch. Wie schaut's aus? Dragon Ball Time. Können wir irgendwas machen?
Na dann. Okay. Oh, yes. I've already had Mr. Popo gather all of the Dragon Balls. We were planning to use them to revive those currently in your care. Auch nicht schlecht, aber es gibt einen besseren Wunsch. Because Earth Dragon Balls can revive many people at once. Ist eigentlich auch krass der Unterschied, klar. Can they revive those who died naturally? I'm afraid those who died of natural causes cannot be brought back. But what about those whose lives were shortened as a result of an encounter with a villain? Das geht. I suppose such people could be revived, if only for the brief time that was taken from them. Was ist passiert? Der Oberguru auf Namek ist gestorben. Dadurch wurden die namekianischen Dragon Balls zu Stein und sie hat noch einen Wunsch frei. Das ist der Unterschied zu den Dragon Balls auf der Erde. Es gibt nur einen Wunsch auf der Erde und auf Namek gibt es drei. Allgemein. So ist es, Meister. Und dann? Very strange. With Grand Elder Guru back, we should still be able to make one last wish, right? Ja, sofern du einen Namekianer hast, der die Sprache spricht. We'll transport everyone on Namek other than Frieza to Earth. Da war jetzt gerade noch mal ein bisschen off-sync. Halb gut durchdacht an dieser Stelle. Das Thema ist, zwar werden alle von Namek nach Hause gebracht, aber Frieza überlebt ja trotzdem, hat er gesagt. Und der Explosion wird er entkommen, er kann im Weltall überleben und dann... Klar, sie haben alle gerettet, aber sie haben den Feind damit halt nicht besiegt. Außer Son Goku schafft es halt, den Kampf jetzt noch für sich zu entscheiden. Das weiß aber King Kai im Moment noch nicht, ja? But that's the question. Und Namek schaut richtig schön scheiße aus. Aber alle werden wiederbelebt, das ist ganz gut. Das ist so heftig, wie viele Namekianer, die da abgeschlachtet haben. Vor allem halt wegen nichts, teilweise auch. Purunga ist auch im Vergleich zu Shenlong so ein absolut krasser Drache. Man sieht mehr von ihm so dann später auch in GT. Vom Design her, wenn man sich Omega Shenlong anschaut, oder generell Sin Shenlong, was die Stacheln und so betrifft. Jetzt müssen sich erstmal die großen Tiere unterhalten. Ja, macht mal. Aber das ist auch so eine heftige, gezeichnete Szene. Wir hatten es ja in der Saiyajin-Saga, da war hinten der Wehraffe, also Vegeta als Wehraffe. So, die haben sich ein bisschen gekloppt, ohne uns, gut. In der Zeit konnte ich euch ein bisschen was erzählen, falls ihr die Serie noch nicht so gut kanntet, ja. But now it's time. I'm going to blow you to a million pieces, just like that Earthling. What are you talking about? Provozieren halt nicht so. Are you talking about Krillin? Dumm auch jemand sein kann. Don't you dare talk about Krillin! Ah, oh, so ein Epic Shot. Ah, komm, ich will spielen. Hör auf! There's about to be an explosion. Get to the chopper now. One wish left with the Dragon Balls there. I need you to summon Shenron. For the last wish, ask him to send everyone there except Frieza to Earth. Purunga. I understand, King Kai. I appreciate your concern, but wishes must be made directly, I'm afraid. Tja, muss jemanden hinschicken. I will contact whomever is closest to the Dragon Balls. Whomever. And tell them your wish. Wait! Don't make that wish! Listen to me. Ask him to leave both Frieza and me behind. Come on, ask him! Goku will's halt einfach nicht sein lassen, ne? I understand what you're trying to do, but... Listen, King Kai. If you don't let me finish things with Frieza, I'm never going to forgive you! Da ist jemand ein bisschen... Fine, fine. Bisschen genervt?
Er will seinen Kampf haben. Lass ihn auch. Er hat's verdient. Schau mal, wie hart er trainiert hat, sein Leben lang. Er hat gegen seinen eigenen Bruder gekämpft. Er hat gegen Vegeta gekämpft. Er hat auf Namek die Ginyu Force mitunter zerlegt, ja. Hat hart aufs Maul bekommen von Freezer und... Ey, Rache. Rache kann einen Menschen oder einen Saiyajin bis die Kraft ins Unermessliche treiben einfach. Das ist das beste Beispiel dafür. Und das wird auch bei vielen anderen genau der Fall sein, die später dann ihre Transformation bekommen. Absolut gut. Please, continue your wish. Will you ask him to transport all those on Namek except for Frieza and the Saiyan Goku to Earth? Auch ein super intelligenter Plan, dass man wenigstens die Namekianer retten kann. So, Porunga's back in the building und er schaut so fett aus. Ich habe ihn ein bisschen, weiß nicht, ich habe ihn ein bisschen mit weniger Bauchumfang so in Erinnerung, ne? Ich meine, give it to him. Und Freezer schaut ein bisschen langgezogen aus im Vergleich, ne? Minimal. Bisschen anders habe ich ihn auch so, ne, gedacht. Oh oh, don't. Der versteht dich nicht! Der Goku weiß es natürlich nicht. Poporito, Ronropa, Papipo, Paro! Das ist. However, all except these two will be sent to Earth. Das haben sie auch ein bisschen anders gemacht. Also in der deutschen Übersetzung hieß es ja, dass Namekianisch quasi rückwärts gesprochen ist. Also die deutsche Sprache rückwärts. Jetzt ist es eine komplett eigene Sprache. Komisch ist aber, dass Porunga dann trotzdem die normale Sprache spricht, obwohl er eigentlich nur Namekianisch versteht. Also das hätten sie auch in dem Sinne ein bisschen... ich weiß nicht. Es gibt einige Dinge, die sie nicht ganz übernommen haben aus dem Anime. Was teilweise okay ist. Teilweise dachte ich mir, what? Irgendwas hat doch da gefehlt. Weil wenn ich mich nicht irre, haben sie zum Beispiel übersprungen, dass Gohan vom Ältesten sein Potenzial erweckt bekommen hat. Das gab es nicht, das gab es nur bei Krillin, aber nicht bei Gohan. Außer ich habe es irgendwie übersprungen, das wäre komplett krass gewesen. Also falls ihr es gespielt habt und es wisst, ja. Habe ich es übersehen oder haben sie es wirklich nicht gemacht? Kommt mir gerade so. Oh, der Oberälteste hat noch ein paar Minuten Leben bekommen für den letzten Wunsch. What has just happened? Jetzt erklärt er nochmal alles. The battle against that fiend Freezer still continues back on our home planet. Ja, und Goku, der Held, bleibt dort, um den Kampf wirklich zu beenden. Weil ja, würden alle abhauen, würde Freezer den Angriff überleben, er würde im Weltall auch zurechtkommen, klar. Und dann könnte er den Planet Erde heimsuchen. Das bringt ja auch nichts. Local language ist auch schön, ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt können sie nach Herzenslust kämpfen. So, wie viel Zeit ist jetzt vergangen von den 5? It would seem you're willing to pay the ultimate price to settle our conflict. Very well. Jetzt geht's aber ab. So, ich will nochmal einen schönen Kampf sehen. Danke. Ich will den Saiyajin, den Super Saiyajin noch ein bisschen länger verwenden, tatsächlich. Komm, ich gebe dir noch erstmal ein Kamehameha in die Face. Dann gebe ich dir ein paar Keyblasts hinterher. Dann warten wir mal ab, was du machst. Du machst anscheinend nichts. Dann gebe ich dir mal den hier und einen Chase hinterher. Und am liebsten würde ich dich da in diese scheiß Lava reinbouncen, aber es geht anscheinend nicht. Okay. Run. Okay, wait. Was macht er? So, dann gebe ich dir nochmal die Faust. Haben wir dir schon fast 1,5 Health Bars weggezogen. Wie wär's mit einem Super Kamehameha? Yeah, okay. Nächste Health Bar. Todesball. Das schaut nicht gut aus. Geh in die Offensive. Yes, I did. Danke. Und hinterher. Das ist ganz wichtig. Ich habe das ein, zweimal verkackt und es hat nicht... Das ist nicht gut ausgegangen für mich. Okay, weg. Charging Key. Oh, 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 oh
Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Klick, 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 klick. Oh, der war ein schöner Angriff. So, Kienzan, geblockt. Oh, wie viele schießt du denn noch, Junge? Okay, nehme ich. Hat mir mein ganzes Ki abgezogen. Schöner Scheiß. Jetzt heißt es gleich, gehen die Offensive. So, wie wär's damit, Brudi? Und wie wär's nochmal mit einer Genki-Dama hinterher? Krieg ich die noch? Oh, ist es genau der Moment, um in die Offensive zu gehen? No, er hat meine Energie No. Don't steal my energy. Bam. So, über... Oh. Schöner Angriff, Junge. Schöner Angriff. So, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Klick, 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 klick. Ich will dir die Genki-Dama geben. Lass mich jetzt endlich. Oh, daneben. Zu weit weg. Ja, zu weit weg. Yeah, voll reingerast. Aber ich will dich mit der Genki-Dama eigentlich zerlegen. Wäre schön. Oh, oh. Take this. Zu weit weg. So, wie schaut's aus? Genki-Dama-Time? Schon wieder nicht, aber jetzt. G fucking G. S bitte. Nein, verdammt. Mu! Okay, Stufe 37, immerhin. Aber der Kampf ist damit gelaufen. Oh, ich bin so auf den letzten Hit gespannt, der muss mega geil ausschauen. This fight is over. There's no point anymore. Ja, schön nochmal diskreditieren. I don't need to defeat you anymore. Hat ihn schon psychisch besiegt. You dare mock me? I will not learn. Oh ja. Das schaut gut aus. Tja, nicht, dass er sich selber zerteilt. Wäre ja blöd, ne? Aber hey. Oh, shit. Schau mal, was da kommt. Freezer, schau mal, was da kommt. Wurde doch in der Mitte durchgeteilt. Bro, er wurde in der Mitte durchgeteilt. Hat er jetzt nur seinen Arm verloren? Ah, jetzt hat. Okay, danke schön. Ich hätte die ausgehauen. So ist es. Ich bitte dich. Bitte, Mercy. Gnade? Wie die Gnade, die du jedem Namen Kian und jedem Saiyajin gewährt hast? How can you beg for mercy? How many people begged you for mercy before you slaughtered them? How many? I beg you. Oh, ich hätte ihm jetzt so hart. Aber nicht so. Giving you just a little bit of my energy. That's all you get. You're on your own. Er ist so ein mächtiger Krieger und immer noch so naiv. You're the greatest being in the universe. And that is why you must die by my hand. Nice try. Oh. Und jetzt dieses verzerrte Gesicht. Ja. Und vor die Schnute. Bam. Er scheint nicht so happy zu... Ja, das ist so ärgerlich, ey. Sobald ein A drin ist, ist der S-Rang schon durch. Damn it. Ein paar Attacken weniger hätte ich abbekommen müssen. Also weniger Leben verlieren wahrscheinlich. Ja, klar. So, jetzt bin ich gespannt. Wie geht die Episode zu Ende? Wie endet es? So, Freezers Raumschiff. Fuck, jetzt denke ich an Team Forster, wie sie es parodiert haben.
Lounge oder Muffin Button, Muffin Button, Muffin Button, Muffin Button. Wer kennt's? Team Forster. Goku survived his battle with Frieza. However, Planet Namek had finally reached its limit, exploding in spectacular fashion and leaving Goku nowhere to be found. Back on Earth, Vegeta and the relocated Namekians resolved to stay with Bulma for the time being. Not much time had passed before Grand Elder Guru once again passed away. This time, surrounded by his people. Immerhin. Wenn der Papa geht und alle sind dabei, dann ist das ja noch okay. The Namekian Dragon Balls would be ready in one Namekian year or 130 days on Earth. Darauf kann man ja tatsächlich warten. Länger als hier bei uns das ganze Jahr. Only capable of reviving one person per wish. They could revive those that had died multiple times. Upon making their wishes to bring Goku and Krillin back, everyone received some shocking news. Goku was alive, and he was on his way back to Earth. To prevent Krillin from being brought back to life on the now destroyed Namek, his soul was brought back to Earth with the first wish, and then revived. Oh, so kompliziert, diese Weltraum-Wiederbelebungen. Next in line to be brought back was Yamcha, whom everyone was more than happy to see. Das ist schön, ja. Then, another 130 days had passed, and two of the three wishes had been used to bring back the beloved Chaozu and Tien. Beloved Chaozu, really? Then, with the third and final wish, the Namekians were transported to a new planet. Da sieht man, die haben sich nicht so viel Mühe gemacht. Bei den Gesichtern der Boys. Ah, schön. Was geil gemacht auch. Hey, Goku! What's that now? You're telling me Frieza's alive? And right now he's making his way to Earth with his father? Oh, das wird auch so geil. You're not gonna get away with this, Frieza. Android Saga. Who are you? Dann Cell Saga. Oh, Piccolo wird auch wieder so viel. Oh, so viel Screentime bekommen. Der ist nämlich so heftig dann. Schön. Okay. Das heißt, wir halten fest. Wir haben die Frieza Saga damit abgeschlossen. Ja, das war's. Kein Herrscher mehr. Ich habe gerade eine Belohnung bekommen, die seht ihr aber hier nicht. Kein Herrscher mehr. Frieza ist gone for good für den Moment. Einige Tage später, nachdem die Namekianer die Erde verlassen hatten. In Son Gokus Haushalt war wieder Normalität eingezogen. Oh, ich freue mich schon auf die nächste Runde. Aber die werden wir höchstwahrscheinlich live streamen, Freunde. Gohan, how are your studies going? Ach, so eine Reise. Mathematik. Ja, ist ja gut, dann muss jetzt die ganze Scheiße aufhören. Ja, ja, ja. Okay, an alle da draußen, Hobbys schön und gut, Weltretten schön und gut, aber Mathe lernen, Englisch lernen, Französisch, welche Fremdsprache ihr auch lernen mögt. Hm. Ach komm, die Katzen ihn noch unter. Can you hear me? Was denn wirklich ein Lebensretter? Ich habe doch gar nichts getan. Hey, du hast jede Menge getan, aber ich denke wirklich, dass ich mehr trainieren muss. Ich werde alles tun, um auch stärker zu werden. Das ist mit ein bisschen Training bestimmt kein Problem. Immer positiv bleiben, oder? Okay. Wie dem auch sei. Bis später. Ein neues Menü wurde zum Trainingsgelände hinzugefügt. Das heißt, hier haben wir dann wieder was Neues. Oh, da ruft noch jemand an. In sein Ohrgerät hier, ne? Ich habe vorhin das Drachenradar überprüft. Sieht aus, als wären die Dragon Balls wieder her. Okay. Wenn du Zeit hast, solltest du versuchen, sie zu finden. Okay, danke für den Hinweis. Die Dragon Balls. Hm. Tja, da sind sie. Da sie wieder da sind, sollte ich sie suchen. Danke. Und dann können wir uns endlich Sachen wünschen. Und soweit ich weiß, bekommt man dann die Möglichkeit, sich irgendwas zu holen. Ist die Frage, was gibt's denn alles? Und das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden. Außer es gibt hier schon irgendwas. Nee, ich glaube noch nicht. Also Freunde, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir haben die Frieza-Saga damit abgeschlossen. Starten also jetzt straight Richtung Android-Saga, die auch extrem geil sein wird. Ich freue mich schon auf
C18 und wie sie gemacht sein wird vom Charakter und so. Könnte richtig schön werden. Freunde, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich zu einem Livestream bei Dragon Ball Z Kakarot. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Reinschauen. Haut euch rein. Ciao, ciao.